Mach mal. So, ihr Lieben, da sind wir schon wieder und die Diskussion führen wir jetzt gerade weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wo war das eigentlich nochmal? Sag mal, für mich sind es gerade mal 3 Minuten und ich habe es schon vergessen. Schatz, wo waren wir? Was haben wir schon wieder diskutiert? Ich glaube nichts. Aus taktisch-technischen Gründen sage ich jetzt nichts dazu. Was soll ich glauben, dass ich mich da ins eigene Fleisch schneide? So, Feld 32 waren wir, ne? Ne, Aufgabe hast du angenommen. 30. Feld 30. Na da. Also, auf geht's zu Feld 30. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir gemacht, nicht viel. Also wir haben noch gesagt, okay, wir nehmen das Stroh, wollten das von der, von Feld 13, wollte man das eigentlich direkt wegfahren, aber da der Fahrweg dann doch etwas weiter ist, wie gedacht, haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir das dann doch nicht machen. Stimmt. Wir hatten, ach, jetzt weiß ich es wieder. Aber ist auch egal. Ich sammle das Stroh, lager es ein. Genau, und ich schieße dann mal zu Feld 30. Ach, jetzt weiß ich wieder. Wir hatten es drum, du hast gesagt, wir haben doch einen Schwader, wir haben doch ein Mähwerk. Sag ich, ja, aber was bringt uns das Ganze, wenn wir keinen Zetter haben? Wo wir nur, wenn wir den mieten müssten eigenständig, dass wir da nur einen Mehrgewinn noch von 200 Euro hätten. Da war doch was. Erinnerst du dich? Nö. War mir klar. Du hast dich drüber beschwert, weil ich das Fahrzeug, die Fahrzeuge alle ausgeliehen habe. Und jetzt hole ich gleich den Fendt 700 und fahre hier noch das Getreide zum Verkaufen. Was? Fendt 700? Die habe ich doch schon. Ja, das ist der von der Aufgabe. Ach so. Aber ich sitze in dem der Original, den wir gerade, oder du vorhin gekauft hast. Ne. Den habe ich gerade. Nein. Doch. Wenn du einsteckst, steht da ein OY dahinter. Das ist für Onkel Yogi. Weil den habe ich. Und ich räume dann hier mal auf, glaube ich, oder? Ach, du ahnst es nicht. Was? Mit Feld 30? Warum müssen Frauen immer die größten Aufgaben annehmen? Ich verstehe das nicht. Ich habe dir gesagt, ja, ja, damit du Geld ausgeben kannst. Du bist derjenige, der hier Geld ausgibt, nicht ich. Ich gehe jetzt gleich wieder Geld reinholen. Du hast ja gerade Geld ausgegeben, also muss ich ja gucken, dass Geld wieder reinkommt, damit du deine großen Geräte kriegst. Oder nicht? Ja. Und das Heu, was nachher über ist, das kannst du ja selber bei dir behalten, Schatz. Oder nicht? Für deine Schafe.
Ja, mal gespannt, wann das Patch jetzt endlich mal öffentlich wird. Also was ja vorher eine Beta-Version war. Soll ja hoffentlich bald mal zur richtigen Version werden. Das ist ja meine große Hoffnung, meine große Freude, weil dann hören sich die Traktoren auch wieder nach Traktoren an. Nicht nach solchen, ja... Kinderspielzeug wird... Matchbox-Autos, sag ich mal. Und sagen wir es mal so, solange unsere Felder, die sind ja jetzt doppelt gedüngt, Unkraut ist entfernt, da können wir dann ohne weiteres sagen, so, und jetzt können wir Geld verdienen. Jetzt bringe ich erstmal wieder alles zum Hof. Und dann helfe ich dem Thomas. Da hat sie jetzt was gesagt. Was, dass ich dir helfen soll? Ja. Ja. Vorher muss ich noch Stroh sammeln, das Düngeauto zurückholen. Und bevor ihr euch wundert, warum wir jetzt laufend Düngeauto sagen, da ist einer aus unserer Spielgemeinschaft Viola dran schuld. Genau, apropos Spielgemeinschaft Viola. Es gab ja in der letzten Zeit so ein bisschen, auch im letzten Stream, die Frage, wann streamt ihr denn endlich mal wieder vom Team Viola? Ich kann euch sagen, also die Planungen werden immer aktueller. Es ist ja immer, ja, ich weiß, Planung ist ja immer so ein komisches Wort, aber es ist ja wirklich so. Es muss alles vorgeplant werden und so einfach ist es dann auch nicht, weil man muss ja halt die ganzen Leute zusammenbringen. Richtig, weil die Leute zusammenbringen ist ein bisschen schwierig. Wir sind eine Spielgemeinschaft, wo alle berufstätig sind und außerdem meistens Schichtdienstler. Dann einen Termin zu finden, wo wir 4, 5 Leute zusammen haben oder 5, 6, dass der Server ausgelastet ist, das ist dann schon schwierig. Also daher verzeiht es uns bitte. Genau. Aber wie gesagt, ihr habt es gesagt und wir werden es auch machen. Das dauert aber wie gesagt noch ein paar Tage. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Also mit allen zusammen wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Aber so, ja, vielleicht sind wir zu 4, zu 5. Das lässt sich dann mal eher zu verwirklichen. Mal an einem Wochenende oder so ähnlich. Oder wenn ihr Lust habt, schreibt uns auf Facebook an. Link ist unten mit drin für unsere Seite auf YouTube. Sollte zumindest. Ansonsten muss ich das nachher nochmal ganz dringend abändern. Ich glaube, das mache ich auch nachher. Aber zumindest steht der Name von uns auf der Seite. Unten in der Beschreibung von YouTube. Wie wir auf Facebook zu finden sind. Genau, aber rein theoretisch müsste bei uns im Coverbild, also im Anzeigebild von YouTube, ganz oben müsste rein theoretisch ein kleines Facebook-Zeichen sein. Und da sollte rein theoretisch ein Link eingebaut sein für Facebook. Wenn dem nicht so ist, schreibt uns das doch bitte. Ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen, alle Aufgaben auf einmal wegzukriegen. Das wäre Rekord. Ja, ich habe letztens auch einen kleinen LKW hier gefunden, bei weiß gar nicht wo. Und den fand ich sehr, sehr schön. Aber leider Gottes, da habe ich meine Modliste aktualisieren müssen. Und da ist auch der LKW rausgeflogen. Ja, ja. Sonst wäre der hier auch drin. Wie viel Schulden willst du noch aufnehmen? Es sind alles kleine, süße Felder. Da kommst du nicht weit. Hat hier mit Weiß, mit Weitkommen nichts zu tun. Ich meine mit den großen Geräten. Und soweit ich weiß, war die Südhammer noch nie eine Vierfach-Map. Immer nur eine kleine, einfache. Apropos Vierfach-Map. Ich habe mir letztes Mal wieder, hatte ich ein bisschen Zeit, oder habe ich mir gedacht, Mensch, guckst du mal so ein bisschen rum, vielleicht findest du was. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, ihr kennt doch mit Sicherheit den McManus, ne?
Und der hat da eine Map zusammengebaut oder zusammenbauen lassen oder wie auch immer. Also muss ich sagen, liebe Freunde, wenn ihr das hört, gut ab. Habt ihr mega gut gemacht. Also gar keine so schlechte Map, überhaupt nicht schlecht gemacht. Mit 4 verschiedenen Höfen für eine Challenge zu 4, zu 6, zu 10, wie auch immer. Hey, du darfst nicht vergessen, die Matchmap von Nordfriesischen Marsch kommt auch, wenn es gut läuft, Ende des Monats. Das, da ja, natürlich, da war ich auch noch nicht, da war ich auch noch nicht ganz so weit, wie du eigentlich schon wieder bist. Ja, es tut mir ja leid. Mein Herz schlägt nun mal für die Nordfriesische Marsch in jeder Art und Weise. Und ich krieg nicht genug davon. Es tut mir leid. Ja, das ist ja mittlerweile mehr wie bekannt, denke ich doch mal, dass wir da so ein bisschen Fans davon sind, vom Daniel und von der Shelly und vom Fat Action und weil einfach, ja, es ist nicht schlecht. Prost, liebe Gemeinde. Es hat alles Hand und Fuß und wenn Fehler sind, versucht er sie auch zu lösen. Und wird immer wieder aktualisiert, die Map, dass man immer was richtig Vernünftiges zu spielen hat. Hast du jetzt die Sprache verschlagen? Ja. Wegen was? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, es ist in der letzten. Also ich habe jetzt in meinem Livestream, ja, vom Single-Projekt, habe ich mir ja sagen lassen müssen, ich bin zu anständig. Ich verkaufe mich hier so ein bisschen in anderer Weise. Aber ich muss ja sagen, ja, ich muss ja teilweise anständig sein, weil dieses Video sehen ja alle. So. Und da muss man ja auch ein Stück weit ein bisschen anständig sein, ne? Ja, vor allem das Video wird rund um die Uhr ausgestrahlt. Auch der Livestream kann man rund um die Uhr nicht ausgestrahlt, sondern man kann ihn rund um die Uhr anschauen und da ist es dann doch schon, ja, muss man halt doch drauf achten, was man sagt, wann man sagt, wie man sagt, ohne dass einem dann gleich ein Karren gefahren wird. Genau, ohne dass das liebe YouTube kommt und sagt, hier, böse, böse, du hast was gesagt oder du hast was gespielt, was nicht so okay ist und sperrt dann auf einmal die Tonspur, ne? Aber jeder, der sich mit YouTube bisher auskennt, weiß, wie das ist. Dass man da in seiner Vielfalt ein bisschen eingeschränkt ist. Deswegen, ihr hört auch immer fleißig die GEMA-freie Musik, die uns YouTube zur Verfügung stellt. Leider, zu meinem ganz großen Bedauern. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, wird hier ganz andere Musik laufen. Und das ist ein Versprechen. Ich meine, es gäbe auch eine andere Möglichkeit, aber da müsste man YouTube anschreiben, da müsste man auch diejenigen anschreiben, die urheberrechtlichen Geschichten, bla 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 bla, und dann könnte man das auch machen, aber das ist einfach meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu viel Arbeit für einen Aufwand für so klein, sag mal so, für einen noch so kleinen Kanal, wie wir sind. Genau, also wenn wir jetzt jenseits der 10.000 wären, dann wäre das was anderes. Ja, und wenn ich damit auch ein bisschen Geld verdienen würde, wäre das vielleicht auch was, aber so. Schatz, du spielst, weil es Spaß macht. Und ja, genau. Das war da auch nur hypothetisch gemeint. Na, Geld verdienen ist nie in unserem Sinne damit gewesen, hier zu machen. Sage ich dir ganz ehrlich. So, was sagt denn die Zeit? Kannst du Gedanken lesen? Aha, siehst du, ihr Lieben, so langsam sagt die innere Uhr doch. So ein bisschen Hü oder Hot oder was auch immer. So, ich würde sagen, ich mache hier noch das Feld fertig, dass ich dir dann helfen kann am morgigen Montag. Ja, dann wird die Folge jetzt halt ein bisschen länger. Das ist dann halt einfach so. Ja. Aber, 6 Bahnen muss ich noch abfahren. Aber allzu viel länger wird es dann ja auch nicht. 2, maximal 3 Minuten dauert es jetzt noch. Maximal. Ja.
Dann kann ich schon mit dem nächsten Gerät aufs Feld kommen. Ja, genau. Also in dem Sinne, ich wünsche euch vorab schon mal einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende, ein schönes Restwochenende und natürlich auch einen schönen Start in die Woche. Ja, denn morgen ist schon wieder Montag. Das schöne Wochenende ist vorbei. Leider. Und wie gut, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, weil bei uns riecht es mich schon lecker nach Essen. Geruchs-YouTube. Naja, dann. Wie weit bist du denn schon? Hast du es denn schon fertig gemäht? Oder soll ich lieber mit einem zweiten Mähwerkzeug kommen? Was ist denn das? Noch nicht mal die Hälfte, ist jetzt fertig. Ja, dann komme ich, wenn ich hier fertig bin, helfe ich dir morgen. Und dann machen wir da fröhlich fertig. Ich habe noch 3 Bahnen. So, genau. Also ich würde jetzt sagen, wir hören jetzt ein bisschen auf mit Quasseln und lassen uns mit dem restlichen Intermezzo hier, was wir zu sehen haben, lassen wir uns ein bisschen rieseln. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen viel Spaß beim Weitergucken und bis am Montag. In dem Sinne viel Spaß Tschüss. Beim Weiterzuschauen. Bis später. Jetzt verschwindet die einfach, obwohl ich gesagt habe, wir lassen das mit den letzten Bildern, lassen wir es ausklingen. So viel zum Thema, ich rede jetzt nicht mehr viel. So. Wie weit sind wir denn? Eine Strohbahn noch. Und du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Soll ich mit dem zweiten Schneidwerk kommen oder nicht? Nö, brauchst du nicht mehr. Soll ich gleich mit dem Wender kommen? Ja. Okay. Ein Schwader bringe ich dann auch gleich mit. Zumindest mit hochbringen. Wir müssen es ja nicht wieder aufräumen. Richtig. Ich hätte es auch gleich schwaden können. Es muss Heu gemacht werden. Deswegen kannst du es ja nicht gleich schwaden. Deswegen bringe ich dir, wir müssen es erst einmal wenden und dann schwaden. Oder meinst du, du hättest dir gleich den Zetter hinten dran hängen können? Ja. Hätte ich mir einen Arbeitsschritt sparen können, aber das hatte ich, glaube ich, davor in der Folge, bevor du hier mit eingestiegen bist, hatte ich das nämlich, glaube ich, auch gemacht. Keine Ahnung. Nee, da hast du Gras gemacht. Ja. Kein Heu, da hast du Gras gemacht. Weil du keinen Zetter hast. Zum Wenden. Du hast ringsrum überall die Grasflächen gemäht und hast Gras eingelagert. Für deine Schäfchen. Hast du eigentlich mal geguckt, was deine Silage macht? Nö. Aber wäre eine gute Idee, oder? Aber da ich jetzt nicht am Hof bin, macht das Ganze. So. Ich hab's geschafft. So. Und somit. In dem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, schönen Sonntag noch. Ciao. Tschüss.